Da ist der Nächste. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, weiter geht's bei Alice Madness Returns. In diesen Gang, den ich angekündigt habe, kommt ein Ladebildschirm. Und nach dem Ladebildschirm kommt etwas, was ich noch nicht weiß. Nämlich ein neues Level. Ja, genau. Sehr gut. Hier gibt's nix. Hätte mir gedacht, dass hier irgendwas versteckt ist. Mal die Zähnchen. Aber sonst gibt's hier nichts. Doch. Ah, die Katze ist wieder da. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftstrom nach oben. Was du nicht sagst. Also die Tipps von der Katze sind ab und zu echt überflüssig. Oder immer. Aber ich finde ganz cool, dass sie das eingebaut haben hier als Tippgeber. Das Grinsekätzchen. So, 20 Zähne. Boah, wieder mega lag. Soll ich da jetzt reinschießen? Juckt den nicht, ne? Das juckt den nicht. Schweinchen ist auch irgendwo wieder. Leute? Hilfe? Ach, da, okay. Jetzt erstmal weg von dem Hasen. Gib dem Schweinchen Pfeffer. Oh, Belohnung. 30 Zähne. Aber was sonst noch? Sonst gar nichts, oder wie? Muss ich jetzt wieder zurück? Das mag ich ja gar nicht so gerne. Das war knapp. Das sind wieder 30 Zähnchen für mich. Jetzt sind wir reich an Zähnen. Jo, weiter. Hier. Stimmt das? Nee, ich glaube, das war falsch. Ah, lag. Die haben wir wohl aktiviert, oder? Oh Gott. Ja, einmal runter bitte. Das haben wir aktiviert. Kann ich nochmal durchgucken. Dann konnten wir darüber. Da war das Schlüsselloch. Das ist aktiviert. Ja, gut. Okay, ich sehe es. Ah, so weit. Nein. Was mache ich denn? Was mache ich? Ist doch gar nicht so schwer eigentlich.
Einmal hier rein. Dann hier rüber. So, ist auch gar nicht schwer. Dann leckt's wieder und dann sind wir hier. Hier waren wir aber schon. Da weg können wir. Ist da oben lang? Hilfe, Hilfe. Da kommen wir niemals rüber. Never ever. Ja, aber wie soll das gehen? Komme ich darüber? Oder darüber? Darüber wohl eher. Ja, das geht. Und von hier. Ah, da oben ist ne. Da oben war ein Schalter. Den habe ich davor nicht gesehen, oder? So. Nochmal. Volle Ladung. Hurra, hurra. Ah, dann geht's hier weiter. So. Zack. Und hier kann ich endlich den Hasen widerlegen. Ja, top, top. Immer diese Kameraverschiebung. Und Katze, was hast du zu sagen? Bist du überhaupt? Es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Ja, wenn du wüsstest, wie viele Leben wir schon gebraucht haben. So. Da ist noch ein Zahn. Ja, bewegt sich. Ja, Kamerad. Spürt meine neue Klinge. Dicke Schirlinge. Alter. Voll verkackt. Hallo, visier doch an. Das mit dem. Ah, das kriege ich einfach nicht hin. Tut mir leid. Ich weiß, es ist gar nicht schwer. Aber ich krieg's nicht hin. Also mach ich die jetzt zuerst. Typ mit dem Schild. Geh mir einfach nur auf den Nerv. Alter, weg da. Weg, 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 Leute. Nein, doch kein Sinn. Das hat ja keinen Sinn. So, jetzt nochmal. So, und jetzt der Geschirrling, wenn der hier bitte rüberkommen wird. Nein, das war der falsche Knopf. Ja, provozier mich nicht. So. Erstmal heilen. Also das mit dem Kämpfen, das habe ich nicht drauf. Nicht mit dem, Ausweichen zumindest. Hab man wahrscheinlich gemerkt. Dauert ewig, bis man da geladen ist. Jetzt. Wie geht's hier weiter? Da nach unten.
Hätte ich eh nicht darüber gemusst? Nee. Aha. Dekadenz. Da ist der nächste. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Der Siebenschläfer. Der jagt uns jetzt durch das Level. Oder auch nicht. Ich dachte, der T-Pod, der verfolgt uns jetzt. So. Geht es gar nicht hoch? Nee, es bleibt so. Ja, denkst du, ne? Denkste. So, einmal hoch bitte. Nein, nicht geschlagen werden. Hier rauf wieder. Ich will jetzt nicht abgeschossen werden mit dem. Aha. Da haben wir einen Schalter zu aktivieren. Aha. So heiß mag ich es auch nicht. Mal weg mit dir. Wo haben wir das alle? Jawohl. Ah, immer der Hase. Ich drücke immer den falschen Knopf. Irgendwann spreng ich mich selbst. Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Jo, zerquetsch mich. Die Hälfte ist jetzt schon mal eingefroren. Also eingefroren. Erstarrt, sagt man bei Lava, glaube ich. Ne? Könnten wir uns gleich angucken, was da unten so gibt. Bevor wir weitergehen. Da ist zum Beispiel ein Schlüsselloch. Ein Zähnchen. Ohne Flasche. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht so viel. Ah doch, da war dann die Libellennest. Machen wir gleich weg. Also als nächstes wird die Pfeffermühle geupgradet. Mehr Damage oder mehr Schüsse wären ganz nice. Jetzt habe ich hier den Ringschirm statt den Sprung. Ah, Leute. Ihr nervt. Ihr nervt einfach nur. So hochgradig. Komm schon. Mach das Nest kaputt. So. So. Ansonsten kann man von hier nichts mehr machen, oder? Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Ah, da hinten ist noch ein Schalter. Kann also doch noch was machen. Jetzt
Sonst wäre es, heilen wir uns noch. Ja, ja. Du kommst nicht an mich ran. Nein, keine Chance. Doch, doch. Guck, was da ist. Irgendwo komme ich. Ah ja. Irgendwo kommt die Lava runter. Wollte ich gerade sagen. So. Das ist ein bisschen blöd mit der Perspektive. Ich sehe nicht wirklich, wo die Lava kommt, ne? Ah, da ist der Kessel. Hallo, spring runter. Die Augen auf. Die Rede. So. Oh, Hilfe. Alter. Horror hier, Horror. Ich will doch nur spielen, Leute. Okay, noch gut. So. Da geht's dann rein wahrscheinlich. Mit dem Armchen. Ah, da hängen sie schon. Die Ärmchen. Oder? Das sind doch bestimmt die Arme. Ja, das sind die Arme. Ja, ja, klar. Ja, genau. Der Kopf war's. So, was passiert jetzt da? Ah, da kommen jetzt so Schollen. Lavaschollen. Ich weiß gar nicht, schwimmt Metall auf Lava? Wahrscheinlich, oder? So eine dichte Sache, ne? Weil Lava ist ja geschmolzener Stein. Ja, oder wahrscheinlich auch Metall. Sollte Metall auch auf Lava schwimmen können, ja. So. Aber Leute, was passiert, wenn ich diesen Hebel betätige, seht ihr in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Video liked und einen Kommentar dazu schreibt, beziehungsweise meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!